Was geht und willkommen zurück, liebe Freunde, auf meinem Kanal zu Project Hospital. Ja, ich habe mal 1 bis 1,5 Tage wieder laufen lassen und ja, was soll ich sagen? Die Entlassungswelle oder die Entlassungen, die haben doch Früchte getragen. Ich lasse das mal so ein bisschen langsamer abspielen. Wir sehen, wir sind wieder gut im Plus und es ist gerade mal ja, Start der Normalschicht. Wir zahlen jetzt in der Nachtschicht, dadurch, dass wir die Nachtschicht wirklich immens reduziert haben, zahlen wir sowas von wenig Löhne, dass das halt wirklich nichts ausmacht, dass wir nichts einnehmen. Einziges Manko oder Nachteil, was ich bemerkt habe, viele Patienten warten in der Nachtschicht sehr, sehr lange auf Behandlung oder gehen dann einfach, weil viele Abteilungen geschlossen sind. Sowas wie CT oder irgendwelche Labore, da habe ich halt kein Personal mehr in der Nachtschicht zugeteilt. Und ja, dass die Patienten, die dort warten, die warten halt ja vergebens und hauen dann einfach ab. Manchmal steht, dass die am nächsten Tag wiederkommen. Diese Nachricht habe ich übrigens auch bekommen, wobei ich gar nicht merke, dass diese Apotheke zu klein ist. Also die Apotheke ist zwar voll besetzt, aber wenn ich das so sehe, der kommt da eigentlich schon. Klar, also ich finde jetzt nicht, dass sie zu klein ist, sei denn es kommen jetzt noch einige. Ich hatte ja eigentlich, glaube ich, zwei Apotheker, bin ich der Meinung, da reingesetzt. Ich guck mal. Ja, sind zwei Apotheker. Also ich weiß nicht, wo der andere Kollege ist. Macht er hier Pause? Müssen wir eventuell eine zweite Apotheke aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, da geht jetzt keiner, ohne sich was zu holen an Medikamenten. Aber bis jetzt geht's, finde ich, noch. Ich weiß halt nicht, wo der. Ui, Michael Vogler kommt mit falscher Diagnose zurück. Da wollen wir dann mal selber gucken. Reizhusten, Atemprobleme. Na, machen wir ja wieder Differentialdiagnose, unsere Standarddiagnose, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist. Nee, aber wie gesagt, wir sind jetzt wieder beim 30.000. Also die Entlassungswelle, die hat, finde ich, auf jeden Fall Früchte getragen. Dadurch, dass wir in der Nachtschicht sowieso nichts eingenommen haben. Warum auch immer. Der Kerl kommt ja auch mit falscher Diagnose zurück. Brustkorbprellung, Schmerz, Atemprobleme. Ja, dann machen wir auch mal wieder eine Differentialdiagnose. Was auch sonst. Wie gesagt, ich lasse es mal wieder so ein bisschen durchlaufen. Und wir sind wieder gerade mal 10 Uhr und wir sind schon bei fast 40.000. Und wie gesagt, in der Nachtschicht zahlen wir gerade mal 5.000 nur für. Oh, hier. Oh, was machen wir denn hier? Das heißt, nur für die Nachtschicht gerade mal 5.000-6.000, das ist nichts. Gut, in der Normalschicht zahlen wir noch natürlich einiges mehr, aber da nehmen wir auch einiges mehr ein. Was wir als nächstes, wie gesagt, machen, hier kollabiert ein Patient. Der wird auf die Intensivstation wahrscheinlich verlegt. Der, nee, der hat keine, der kommt ins Traumazentrum. Genau, und was wir machen müssen, ist das Traumazentrum hier erweitern. Wie gesagt, um das zu erweitern, würde ich gerne die Orthopädiestation nach oben verlegen. Das heißt, ich baue hier oben aus, mache hier eine Orthopädiestation und baue das da unten um in ein, ja, Traumazentrum. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Das heißt, ich muss hier jetzt irgendwo einen Aufzug hinklatschen. Machen wir doch glatt. Wir haben ja wieder Geld. Das ist sehr gut. So, neues Stockwerk haben wir. Aufzug. Wo sind Aufzüge? Hier, Aufzug. Oder Fahrstuhl. Können wir das hier einfach irgendwo platzieren oder müssen wir das eher unten? Ja, wir müssen mal gucken, wo hier Platz ist. Eventuell hier neben wäre halt ganz gut, aber das passt leider nicht mehr. Können wir das vielleicht. Hier so? Hier wäre eigentlich ein ganz guter Platz, aber wahrscheinlich, weil hier oben nichts erschlossen ist, ne? Hier unten wäre eigentlich auch ganz cool. Durch ein An. Ah, wahrscheinlich, weil hier auch. Ja, okay, das muss natürlich. Ich hätte das natürlich besser planen sollen. Hier könnte es vielleicht klappen. Na, ja, hier ist das im Weg. Ah, okay, das ist. Wobei? Ja, nee, das muss nicht sein. Also ich könnte tatsächlich. Hier müsste doch einer hinkommen. Oder muss ich hier erstmal einen Weg bauen? Ich will mal was probieren. Ich lösche mal hier den hier erstmal raus. Oder zumindest einen Teil. Können
können das ja nachher noch so ein bisschen erweitern. Ich will mal gucken, ob das mit dem Aufzug hier hinpasst. Warum passt der nicht hin? Hier ist doch... Hier könnte ich einen hinbauen. Na. Aber hier nicht mehr und hier auch nicht. Hier könnte ich einen hinbauen. Wollen wir hier einfach einen hinbauen? Was ist, wenn wir hier so einen hinbauen? Zack. Dann ist der hier so. Okay. Ja, okay. Ist jetzt nicht so optimal, nicht so schick. Aber ich weiß nicht, warum wir den nicht an anderer Stelle bauen konnten. Ich weiß nicht, wo... Hier sind jetzt zwei Ver... Okay, wir machen das nochmal rückgängig. Wir löschen den nochmal raus. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht unnötig Geld verschwendet. Hä, was haben wir denn jetzt hier gemacht, verdammt? Ach Mann, ey, das ist doch... Das ist doch zum Kotzen hier. So, das kann hier auf jeden Fall nochmal weg. Das ist unnötig. Können wir den Boden hier auch rauslöschen? Ja, geht jetzt nicht, ne? Ah, verdammt. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Wand hinbauen. Die müssen wir hier nochmal zumachen. Ne, das war die falsche. Alter, was machen wir denn da? Wieso kann man da eine Wand hinbauen? Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wieso. Hier müssen wir das jetzt auch auslöschen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, und ja, das ist natürlich jetzt auch richtig blöd, ne? Der Weg ist jetzt hier, den kann man auch nicht mehr rauslöschen. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Ach, ist das doof. Das ist richtig doof. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das hier rauslöscht. Natürlich nicht schön aus. Ach Mann. Und der hier auch. Zack. Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich würd das hier gerne noch ein bisschen erweitern wieder. Das weiß, das machen wir mal wieder so. Zack. Zack. Und hier so einen Tisch nochmal hin. Dann haben wir das zumindest wieder korrekt. Was ist das hier nochmal für eine Abteilung? Das war die Kardiologie, glaube ich. Jawohl. Okay, das passt so. So, wie kriegen wir jetzt einen Fahrstuhl im Obergeschoss hin? Ich will doch nur einen Fahrstuhl hier hinklatschen. Das würde gehen. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt hier einen hingeklatscht, aber irgendwie... Wir können das auch nicht rückgängig machen, ne? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, also... Ich habe jetzt hier einen Fahrstuhl hingeklatscht. Einfach so. Obwohl ich das nicht wollte... Und hier ist keiner. Verstehe ich jetzt nicht. Oder haben wir noch kein neues Stockwerk erschlossen? Ah, wir haben noch kein neues Stockwerk. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof und wir können das nicht rückgängig machen. Oh, was haben wir denn gemacht? Okay, wir müssen... Okay, das ist... sorry, das ist nicht gut gelaufen. So, dann machen wir mal hier wieder... das Löschen-Tool. Dann löschen wir einmal das hier wieder raus. Okay, das Fahrstuhl ist raus. Und dann müssen wir hier die... Scheiße, ey. Ich hoffe, wir haben unsere ganzen Abteilungen hier... Unsere ganze Abteilung hier komplett für den Arsch. Ach Mann, das ist doch nicht wahr. Die ganzen
Wände noch mal neu ziehen. Oh nein. Wirklich. Warum können wir das hier nicht zumachen? Ah, was haben wir gemacht? Ach so. Das war so, ne? Zack, genau, das war so nämlich. Oh Mann, ist das ätzend. Was ist denn das für eine Abteilung gewesen? Innere Medizin, okay, das passt soweit wieder. Gehen wir nochmal ein Stockwerk runter. Hier haben wir auch wieder Mist gebaut. Ja, gut, so kann man natürlich auch seine Zeit und sein Geld natürlich auch verbrennen. So, wie müssen wir das hier jetzt machen? Wahrscheinlich einfach nur zumachen, ne? Ja. Glaube, das passt schon soweit. Und hier unten haben wir Gott sei Dank nichts verhauen. Nochmal Glück gehabt. Das kann man nicht. Doch, das können wir wegmachen. Und hier machen wir es einfach zu. Und dann haben wir es erstmal. Die Böden und so, die lassen wir erstmal so. Das müssen wir halt, wie gesagt, alles schicker machen, wenn wir genug Geld haben. Irgendwann mal in ferner Zukunft. So, jetzt können wir Folgendes machen. So, jetzt beginnt der richtige Spaß. Jetzt gehen wir mal hier auf Etage und errichten ein neues Stockwerk und wir kopieren mal gar nichts, weil das kostet, glaube ich, auch ein bisschen viel. Etage bauen. Ah, okay, und jetzt haben wir die. Wieso konnte ich mir das nicht merken, verdammt nochmal. Jetzt haben wir nämlich die Fahrstühle und jetzt können wir auch, das hat uns auch Gott sei Dank nichts gekostet, können wir hier eine Orthopädie bauen. Und wir machen das jetzt mal andersrum. Wir planen erstmal die ganzen Gebäude, was wir auch letztens gemacht haben. 4x4 für ein Arztzimmer. Sollte reichen. Wir wollen jetzt hier erstmal sehr, sehr platzsparend bauen. Ein Wartezimmer. Wie groß müsste das sein ungefähr? 4x2. Gut, machen wir 4x4, das ist jetzt nicht so weiter wild. Empfang machen wir auch einfach. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber wir machen hier einfach mal einen 3x3 Empfang. Zack. So, eine Toilette können wir hier auch hinhauen. Die machen wir gleich mal hier, würde ich sagen. 3x2. Machen wir die mal so ein bisschen größer. Dann können wir. Wobei. Ja, machen wir mal hier so eine Toilette. Zack. So. Dann bauen wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, die Station. Schwesternzimmer. Wie groß muss das Schwesternzimmer sein? 4x3. Wir haben gemerkt, wir müssen es trotzdem ein bisschen größer bauen. Wir machen mal. Hier mal. Machen wir mal. Ja, 5x6. Genau wie. Den Bereitschaftsraum 5x6. Zack, dann haben wir das hier so. Und jetzt kommen die Normalstationen. Die machen wir mal. Wir machen mal etwas größere Stationen, weil wir sowieso ein bisschen Mangel an Stationen haben. Wollen wir das einfach so richtig fett durchziehen? Ist das gut? Wollen wir das so machen? Können wir schön viele Betten hinhauen, ne? Eine Idee, was wir machen. Wir ziehen das mal bis hier hinten hin. Zack. Und die Überwachungsstation, die machen wir mal gegenüber. Allerdings. Warte, das ist 7. Okay, das heißt, machen wir hier auch 7. Allerdings nicht zu breit. Die machen wir mal. Weißt du was? Wir machen die von hier aus. 7. Die machen wir nur so. Und hier oben, hier in dieser Seite, machen wir dann die Diagnostik und den ganzen Scheiß. Wie groß muss den ganzen Scheiß, Entschuldigung. 4x4 eigentlich, aber wir machen jetzt einfach mal, damit das so ein bisschen schicker aussieht, machen wir hier mal 7x6. Ultraschall machen wir auch 7x6. Und dann haben wir alles, ne? Operationssaal. Wir bauen hier einen Operationssaal hin. 8x6. 8x. Gut, der muss nicht so groß sein. Machen wir mal 8x6. Zack. Und dann können wir hier noch einen Abstellraum hinhauen.
Das muss so ein Abstellraum sein. 3x2, nicht allzu groß. Ah, machen wir mal so. So, dann machen wir hier noch die Korridore. Beginnt von hier an. Zack. Das natürlich auch. Dann auf jeden Fall dieser ganze Bereich hier. Zack. Zack. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber ich finde, das sieht einigermaßen okay aus. Weisen wir das Ganze hier auch mal zu. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Was habe ich gemacht? Na, ich habe den Abstellraum ein bisschen verkleinert. Das machen wir mal. Zack, so ein bisschen größer. Und dann haben wir die Korridore. Und jetzt fangen wir an zu bauen. Wir haben hier die. Wir machen mal erstmal die Wände komplett. Machen hier erstmal natürlich das zu. Das machen wir aber natürlich wieder mit dem Schicken hier. Das machen wir hier zu. Das hier ist auch noch auf, ne? Hier unten. Das machen wir auch mal zu. Sieht ja doof aus. Kostet Gott sei Dank nicht allzu viel. So, dann noch bis hier hin. Dann haben wir das auch zu. Zack. So. Und hier muss die weiße Wand ran. Das müssen wir ja auch beachten. Oder ist hier schon eine Wand? Nein. Ah, okay, jetzt. So, dann hauen wir hier die Wände hin. Also, das kommt zu. Zack. Ich hoffe, das passt alles von der Größe her. Wobei, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Das bleibt auf. Empfang bleibt auf. Und das Wartezimmer bleibt auch auf. So, das muss hier alles komplett zu. Zack, zack, zack und zack. So, und dann die komplette Station. Und das würde ich gerne so machen, dass ich die hier aufteile in der Mitte. Jetzt ist halt die Frage, wo ist die Mitte, ne? Ich würde sagen, ich mache einfach hier so einmal so einen Cut, dass wir dann so zwei etwas größere Stationen haben. Ich glaube, dieser Bereich ist ein bisschen größer, aber ich glaube, ganz kriegen wir das nicht hin. Und die Überwachungsstation muss auf jeden Fall komplett auch zu sein. So, zack, zack, der OP-Saal. Zack, das ist der Abstellraum. Und dann, glaube ich, haben wir erstmal alles. Haben wir alles zugeteilt? Ja. So, dann haben wir ja. Ach, wir haben hier vergessen zuzumachen. Das müssen wir natürlich auch machen. Zack, zack. Und zack, jetzt haben wir erstmal alles. So, jetzt können wir anfangen zu bauen. Fangen wir einfach mal mit der Toilette an. Gut, hier müssen wir natürlich auch zumachen. Haben wir so eine Toilettenwand? Ja, sehr schön. Die Frage ist natürlich, machen wir erstmal die Toiletten. Hier passen wahrscheinlich nur zwei hin, ne? Machen wir zwei, zack. Hier haben wir vergessen zuzumachen. Darf natürlich niemand in die Toilette reingucken, das wäre fatal. So, Toilettenwand. Machen wir die mal rot. Schade, dass es kein Weiß gibt. Gibt es nicht nur eine andere Toilettenwand? Nee, ne? Okay, dann lassen wir das so. So, eins. Kriegen wir hier vielleicht sogar zwei hin? Geht das, wenn wir das so machen? Drei, vielleicht kriegen wir hier sogar eine Toilette hin. Wäre natürlich optimal. Brauchen wir natürlich eine WC-Tür noch. Eins, zwei. Nein! Verdammt! Na, kann man natürlich nicht rauslöschen, ne? Ach, Mensch. So. Und die Tür, zack. Ist das okay, so wie wir das machen? Ja, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Das Waschbecken wird hier wahrscheinlich nicht. Na, machen wir einfach hier das Waschbecken. Denk mal, einer wird hier ausreichen. Zack. Dann auf jeden Fall noch so eine normale weiße Tür. Dann haben wir, glaube ich, die Toilette schon fertig. Ein Handtrockner fehlt noch. Klatschen wir hier hin. Ein Spiegel. Ah, hier. Zack. Und dann, glaube ich, vielleicht noch so ein Mülleimer. Passt ja hier noch so. Machen wir hier so. Und dann haben wir es. Ja, ist doch super. Platzsparend, Mensch. Okay, das haben wir schon mal. Dann kommt der Empfang. Da machen wir auch nur einen ganz kleinen.
Tresenrat, okay, Tresen links, Tresenrat, Tresenabgabe, Apothekentresen. Nee, Apothekentresen brauchen wir nicht. Was ist das? Tresenabgabe, notwendige Ausstellung für Empfang. Machen wir mal das hier einfach so. Dann Tresen links und Tresen rechts. Ah, passt doch perfekt. Dann natürlich einen billigen Bürostuhl, eins und einen PC. Natürlich auch einen günstigen. Wir müssen natürlich ein bisschen auf unser Geld aufpassen. Nein! Ach, Mann. Gängig. So. Brauchen wir noch was? Nein. Gut, wir könnten hier Stühle hinhauen, aber. Wollen wir hier einfach einen Stuhl hinhauen? Ah, hier. Machen wir einfach so. Und dann machen wir hier im Wartezimmer. Da kommt ja eh noch so ein Bereich. Da machen wir hier mal so ein paar Bänke. Das machen wir dann auch mal rot. Da machen wir mal die Orthopädie ein bisschen rot. Eins, zwei.